Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2, der Wächter wie immer auf Fränkisch. Ich bin jetzt mal hier in die Kessex-Hügel, die ich auch noch nicht fertig habe. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem Herzchen und so weiter und so fort. Schauen wir mal, was es hier so Tolles zu entdecken gibt. Sibbats auf jeden Fall schon mal. Ich habe noch mal Handwerksverstärkung für 11 Minuten. Oh, hätte ich mal was handwerkern sollen. Na, nichts verkauft. Schade, schade, schade. Eisenerz. Gut, jetzt gehen wir erstmal zu dem Herzchen. Was es da denn so Schönes gibt zu entdecken. Bezwingt Banditen, zerstört Banditen, Geschütztürme. Egal, das sind schon die ersten Banditen. Also. Das ist eine Aufgabe, die kann ich erledigen, glaube ich. Da ist doch schon so eine kleine Ansammlung. Du! Bleib da! Jetzt geht er weg! Gut. Ach, tägliche Dings muss ich auch noch machen. Oh, wow, wow. Löschen. Aha. Was kann man da löschen? Was ist das? Na. Nicht mit mir. Und das? Lebensmittelvorräte. Haben sie nichts mehr zu essen. Gut. Haben wir schon. Oh, und da liegt einer tot. Dem könnte ich vielleicht immer gerade helfen. Da, jetzt bist du gestorben. Das tut mir leid. Hätte ich natürlich gern vorher noch aufgehoben, aber das ist immer schwierig. Soll man jemanden heilen oder macht man lieber gleich einen Gegner tot und heilt ihn ja dadurch auch? Kein Problem. Bist du schon in der Kette? Nein. Viel besser. Könntest eine beitragen? Nicht identifizierte Farbe. Tulpenfarbe. Also ich weiß nicht, aber bei mir schauen Tulpen ganz anders aus. Naja, ist sehr wurscht. Eisenspitzhacke. Wo habe ich denn die? Warum habe ich eine Eisenspitzhacke? Habe ich die jetzt gerade irgendwo da rausgekriegt? Rettet euch! Eigenartig. Das ist wichtig. Weidmann Standardgewehr, nee. Kann man gerade noch das Zeug hier verkaufen? Ich muss dann mal los. Ja, ich muss mal weiter jetzt. Kann mir nicht ewig mit dir aufhalten. Dahin. Ja. Rückzug! Sind das? Ach, ein Asura-Dörfchen. Yay, Heimat. Juhu. Hat man da nicht? Nee. Oder? Hat man da nicht so eine persönliche Quest gemacht? Ich dachte. Aber dann hätte ich ja den Wegpunkt. Komisch. Okay.
Dann nach da. Was befreit Sklaven von den Kreid, tötet die Jäger der Quackern, vernichtet Kreidnetze und sammelt köstliches Krabbenfleisch. Bestimmt ist es eine Wasseraufgabe. Oh Mann. So, du bist... Aha. Wieso nicht? Ach Mann. Selten das nicht. Ach, Kreid. Kreid muss ich töten. Oh, ihr seid Kreid. Das heißt ja unverwundbar. Das will ich schon wieder sehen. Gut. Und dann wollte ich mal gucken, was kann ich hier unter Wasser noch statt dem da, aber das ist ja irgendwie reduziert erlittenen Schaden. Pff, ne? Schutz und Regeneration, mache ich doch das gleiche wie oben. Ja, außerhalb, wunderbar. Wusste ich gar nicht, dass das da auch geht. Gruppenevent. Bruthexe der Kreid. Sicher, dass ich die nicht pack. Rückzug! Bleib halt da. Bist du schon wieder unverwundbar? Ach, weißt was. So, und wie kommt man da, ne? Bestimmt, da ist doch ein Eingang. Sehe ich doch schon. Spüre ich doch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gut, Hammer. Bist du gefesselter? Um was will ich mich kümmern? Ach, da ist gleich der nächste mit Herzchen. Ach, und der halt, stopp, hier. Was ist das? Aha. Ach, da muss ich vielleicht nein, wegen den Kreid, hä? Schau so aus wie so eine Gefangenenlage. Huch, was war das? Also, gehen wir mal rein, nochmal. Sklavenhändler. Ach, dann nehmen wir halt den Krebs auch noch. Das nervt mich ein wenig unter Wasser, dass man da ein wenig unkontrolliert in alle Richtungen dann noch weiter schießt, wo ich immer nicht weiß. Weil ich natürlich auf die Tasten hämmer. Machen vielleicht jetzt nicht alle, aber ich hämmer halt immer auf die Tasten. Das ist bei dem Spiel gar nicht so gut. Der Raumkreid. Abbauen. Das baut ich jetzt mittendrin ab im Kampf. Können wir mit dem Kampf abbauen. Jetzt baut er wirklich mittendrin Erz ab. Ich glaub's ja nicht. So haben wir es dann alle. Oder braucht noch jemand was? So, da ist doch schon ein Gefangener. Na also. Ja, wie? Danke, danke, danke. Sagte ich und versteht auch jetzt, wer will. Wie kann
Normalität wiederhergestellt. Oh. Ich hab gerade schon zwei vernichtet. Mich muss er nicht auch noch vernichten. Würde ich behaupten. Licht noch was. Gut. Und jetzt aber nichts mehr raus hier. Das ist ja total ätzend. Und der Lichtboss neben dir. Veredelte. Na, Kapitale. Ein Veredelter. Quasi das etwas Bessere. Na, was ist denn da? Gefesselter kleiner Quaggan. Das. Und Quaggan? Bist du frei, ja? Kannst jetzt fröhlich umherschwirren. Dass diese Wasserdinger aber auch noch so lang brauchen, ne? Gut, da, noch eine. Das war jetzt Blödsinn. Ach, das war das von da oben. Tatsache. Ja, gedacht. Na, gut, okay. Warum auch nicht? Was ist das? Abgenutzte Lumpen. Mhm. Oh! Oh, der war gut. Dreimal Origalkum-Erz aus einem 74er, ne, was war's? 877er Helm? Das ist nicht schlecht. So, hier. Oder drüber noch ein Herzchen? Nein, da haben wir alles. Okay, dann können wir ja weiter nach da. Ach, ich erinnere mich, da war ich mal mit einem anderen Charakter. Es ist Trüffelschweinchen-Action ist es. Und dann muss man unten durchschwimmen zu dieser Sehenswürdigkeit. Ach, das ist ja cool. Trüffelschweine. Traumhaft. Nette, vor allem aktive. Ja, weiß jetzt nicht, ob wir aktiv sind, ne? Ich mal meine Gildenwerbung posten. Ich poste mal, als wüsste ich von nix. Kann er sich ja selber melden. Aber aktiv, naja. Ist immer so Sache. Gell? Was ist schon aktiv? Das Glücksgefühl, etwas Neues zu entdecken. So, da kann man jetzt zum Trüffelschweinchen machen. Ich will helfen. Und jetzt schwupp. Jetzt kotzt der mich an und schon bin ich ein Schweinchen. Und jetzt kann ich da irgendwie rein. Warte mal, wie ging das? Biss, sammeln, riechen, abschütteln. Na, was kann ich noch machen? Da konnte ich doch... Ah ja, F drücken einfach. Jetzt gehe ich da rein, hol mir zwar so eine Raupe mit raus, aber auch einen Haufen Trüffel. Das ist ja lieb, die helfen mir total. Brauche ich mich da schon nicht drum kümmern. So, mal riechen, schnüffeln. Hm. Da ist was.
Also dann tun wir da. Na, was muss ich? Sammeln? Das war. Ne, na. Wurscht. Okay. Also, dann da nochmal neu. Fatz. Fatz. Lauf, Trüffelchen. Lauf, Trüffelschwein. Yay! Kann ich es wieder benutzen? Nein. Ah, aber jetzt ist hier was für mich. Dann kann ich mal sammeln. Oh, da ist aber nur eine Raupe drin. Da kann ich schon wieder erdenken. Ja, was? Was ist denn jetzt da? Das gibt's doch nicht. Ich würde jetzt da Trüffel ja nicht wegnehmen, ne? Yay! Jetzt habe ich ein Trüffelpaketchen. Vor allem, wie süß das ausschaut. Gell? Schon eine sehr lustige Idee. Muss schon mal sagen. So, kann ich jetzt nochmal da? Nee, kann ich nicht. Graben. Da ist ja da nochmal Trüffelchen drin. Na, also, geht doch. Ist nichts wie zurück. Yay! Flupp. Okay. Gut. Das ist doch mal eine coole Quest, oder? Also, ich finde schon. So, und zu dem anderen Punkt kommt man hier durch, indem man hier reinschwimmt. TBD. Rückzug! So, das kleine Heileck-Dorf oder Tagoddl-Gründe, wie auch immer. Gut. Blub, blub. Blub, blub, blub. Was gab's denn jetzt eigentlich? Ich hab's schon wieder vergessen.
so Unterwasserzeug, okay. Rückzug! Was anderes zu denken. Was denn? Wie hungrig ich bin. Ach, da sagst du was, ich bin auch total hungrig. Aber Gott, ich verkneif's mir. Mein Hunger. Damit ich hier noch ein paar Aufnahmen machen kann heute. Das kann ich riechen. Ja, jetzt laber nicht und achtet auf das Gift. Ab geht's. Feuer einstellen. So, das war doch easy. Reichen für den alten Stinker. Gut. Dann gehen wir mal nach da, hä? Rettet euch! Das erste Mal, wie ich den Punkt da sehen wollte. Da rechts unten. Also ich bin um das Ding rum und hab den Eingang gesucht und Eingang gesucht und irgendwann war es mal zu blöd und dann hab ich das Herzchen da gemacht und dann hab ich gedacht, ach, was ist denn da? Aber das hat gedauert. Das hat wirklich gedauert. Kommt mir jetzt auch nicht ohne weiteres drauf, ne? So, was waren das jetzt eigentlich für Farben? Tulpe und Lehmziegel. Naja, ist ganz nettes Rot, hä? Oh, ein wenig so orange-rot. Das können wir mal anbehalten. Gut, dann da. Rettet euch! Ich dachte, ich wäre hier schon mal gewesen, aber es kann sein, dass ich da mit meinem Dieb oder mit meinem Magier mal war. Rückzug! Oder mit dem Mesmer. So viele Klassen. Eine gewaltige Vulkanspalte ist beim mafischen Kern aufgebrochen. Ach hier, dann kann ich... Oh, da kenne ich sogar Jumping Puzzle. Das ist ja hervorragend. Das ist doch klasse, das können wir doch gleich mal machen. Also vorher natürlich die Herzchen, die auf dem Weg liegen, aber... Ach, das ist ein nerviges Herzchen. Stimmt, das habe ich alles erst vor kurzem nochmal gemacht. Mit meinem, was war es denn, Dieb oder Messmer? Eins von beiden, ich weiß gar nicht. Straßenblockade der Ettin beseitigen. Das ist doch mal eine Aufgabe für mich. Muss man eh töten. Ich fühle mich riesig. Aber man es glaubt oder nicht, aber die sind herausfordernd mit meinem Messmer. Sehr herausfordernd. Lebenspunkte erhöhen sich. Hä? Macht er denn? Kaninchen. So, und da kann man jetzt solche Kisten sich holen und die kann man dann da oben abgeben. Da kann man dann immer noch schneller laufen, sogar extra. Die kann man sich dann da immer holen, genau. Ist eine tolle Aufgabe, oder? Oder halt Edins kloppen. Und jetzt werde ich ehrlich gesagt, beides nicht so interessant. Und gibt beides nicht so viele Punkte. Da platzieren wir meinen Köder. Nehmen wir mal wieder das mit. Dazu fehlt mir die Energie. Ja, das hat er jetzt schön gesagt. Dazu fehlt mir die Energie. Okay.
Hab Dank für all eure Hilfe. Ja, ist doch kein Problem. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich es gern mache, aber was tut man nicht alles fürs Fleischsternchen. Jedes Mal verspreche ich mich dabei. Ich weiß nicht, was in meinem Gehirn falsch läuft. Ob ich schon kurz vor dem Schlaganfall bin oder. Fleißsternchen. 100% welterkundet. Sternchen. Ich will das jetzt nämlich unbedingt noch erreichen vor dem nächsten Update, weil nicht, dass dann wieder was Neues dazu kommt. Und ich dann wieder abgelenkt bin und so. Ich fühle mich riesig. Mit der Kiste in der Luft. Wahnsinn, wie der das kann. Aber Gott, auch nicht anstrengender wie jetzt irgendwelche Wasserquest-Dinger da, ne? Ach, da ist dann so ein Köder, den platzieren wir doch da drüben auch noch. So, und dann noch der kleine Edin. Und dann haben wir es doch. Sehr schön. Was gibt's denn hier? Schrumpfkopf? Was? Was ist denn ein Schrumpfkopf? Ach so, irgendwas zum Mitnehmen. Und hier gibt's einiges an, Bananen, schwarze Bohnen und Muskatnüsse habe ich natürlich alles, brauche ich jetzt nicht. Weil da war ich ja schon so oft mit den anderen Charakteren. So, jetzt gehe ich mal gerade zum Aussichtspunkt noch, weil ich glaube, da musste man von hier ran. Und bevor ich da 25 Mal noch vorbeilaufe, den machen wir schnell mit und dann gehe ich aber auch sofort wieder zurück. Von hier. Also zeigen bitte. Schorschige Burg. So in den Fels reingehauen. Gut. Nichtsdestotrotz, ach, da habe ich ja den Wegpunkt, habe ich da schon, ja, den nehmen wir jetzt einfach mal schnell. Huch, was war das? Das war jetzt sehr eigenartig, was auch immer das war. Dann holen wir einmal hier schnell. So. Schön, oder? Also das ist doch mal herrlich. Wirklich herrlich. Was denn du da? Du bist jetzt leider falsch, ne? Naja. Rückzug! Komm ich da hoch? Schaffe ich das? Das wäre schön. Ich nicht extra wieder porten müsste. Ja. Schaffe ich. Das ist sehr gut.